Ja, hallo zusammen, alle auf dem Fahrradkanal. Alle herzlich begrüßt. Ja, ich bin heute am Freitag. Datum habe ich jetzt gerade nicht parat. Schande auf Asche auf mein Haupt. Ja, und ich habe gerade hier die GoPro mal wieder eingeschaltet oder beziehungsweise wollte sie gerade einschalten. Ich bin nämlich jetzt hier beziehungsweise in der Nähe vom Münchner Brückenpark. Hier gibt es einen großen Parkplatz. Und ja, und hier wollte ich gerade eben die GoPro einschalten, wo ich die Akkus ein paar Tage eigentlich geladen in der GoPro gelassen hatte und gedacht habe, ja, okay, jetzt heute hier am Freitag kannst du das einfach einschalten und dann klappt das. Dem ist wohl nicht so. Naja, gut, sei es drum. Jetzt habe ich hier jetzt kann ich gerade wieder nicht schauen. Das ist auch so eine GoPro-Geschichte, weil der Bildschirmschoner jetzt vorne an ist. Aber ich hoffe, ihr seht das. Ich musste jetzt hier die Powerbank anschließen. Werde mal gucken, ob der Monitor jetzt wieder angeht, damit ich auch sehe, was ich filme. Genau. Ja, wie gesagt, hier den Akku bzw. die Powerbank, die habe ich jetzt dran und jetzt läuft sie auch. Ja, wie gesagt, heute werde ich eine kleine Tour machen, hier ausgehend vom Münchner Brückenpark. Wir kommen an der Münchner Brücke vorbei, wir werden mit der Schwebefähre rübersetzen und ans andere Ufer, wo der Radweg sich fortsetzt, radeln dann Richtung Schloss Burg, Unterburg, Solingen-Unterburg heißt das. Dort werde ich mir natürlich noch mal irgendwas mit Kaffee to go und Kuchen holen. Ihr wisst ja, ich bin ja ein Schleckermäulchen und ja, und von da aus geht es dann weiter, immer der Wupper entlang, so Richtung, grob Richtung Leichlingen. Da werde ich dann allerdings abbiegen und Richtung Ohligser Heide fahren. Also wir werden so ein bisschen auch durch bewaldetes Gebiet radeln. Und dann nähere ich mich so der A46 und an der A46 werde ich dann parallel wieder Richtung Wuppertal fahren. Und dann zurück bei Wuppertal, Vohwinkel ungefähr, geht es dann hoch in Richtung Solingen wieder, Solingen Zentrum. Dort, beziehungsweise über die Korkenzieher-Trasse geht das Ganze. Und dann auch über Teegarten, Solingen Teegarten. Weiß ich nicht, ob einigen das von euch was sagt. Ein paar Leutchen, die hier gucken, sind ja hier auch aus dem Bergischen, aus dem Städtedreieck. Remscheid, Solingen, Wuppertal. Die wissen, was ich meine. Da ist eine schöne Anhöhe. Da ist früher auch mal eine Straßenbahn drüber hergefahren. Und ja, und dann geht es die ehemalige Straßenbahntrasse, die geht es dann runter Richtung München wieder, also quasi hier wieder hierhin. Dann komme ich hier raus. Es wären so circa 50 Kilometer, keine große Runde. Wie gesagt, weil ich hier auch vorhabe, noch mal die GoPro ein bisschen zu testen und auszuprobieren. Ich hoffe, man sieht, weil ich sehe nämlich jetzt wieder gar nichts im Monitor von der GoPro. Ich habe mal wieder mein Lobe FML 830 mit. Also mein 27,5 Zoll Faltbike und ja, ich bin, wie gesagt, bis jetzt toi 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 sehr gut zufrieden damit. Ja, ich will jetzt auch nicht lange schwatzen. Ich werde natürlich Karten eingeblendet haben, denke ich mal, wieder zu Hause wenn ich das am PC zu Hause schneide, werdet ihr sehen, wie immer. Und ja, und ich will mich jetzt mal hier auf den Weg machen, werde allerdings auch noch mal hier meine DJ Pocket einsetzen und weil, wie gesagt, die GoPro, die ist zwar seitlich horizontal, das hatte ich bei der letzten Tour irgendwie vergessen einzuschalten, irgendwie stellt sich das auch immer wieder zurück, wenn man da aus Versehen irgendwie am hinteren, also beziehungsweise am rückseitigen Display irgendwie drauf kommt und irgendwas antippt, dann stellt sich das immer irgendwie anders ein auf eine Grundstellung, was nicht den stabilisierten Horizont hat. Was allerdings blöd ist, ist natürlich, dass ich hier nicht die Stabilisierung in diese Richtung habe, vertikal,
Also das finde ich dann doch ein bisschen blöd an der GoPro. Aber gut, das bietet mir hier die DJ Pocket und deswegen werde ich die auch heute wieder einsetzen. Aber es gibt natürlich auch Aufnahmen mit der GoPro heute. Und ja, ich werde da natürlich unterwegs hier und da mal was entsprechend filmen. So, ich hoffe, jetzt ist alles drauf, weil ich konnte wieder nichts sehen, weil der Bildschirmschoner angegangen ist. Das finde ich also ein bisschen blöd. Gut, kann man in dem Menü einstellen, aber mal schauen. Werde ich jetzt gleich vielleicht nochmal einstellen. Also, auf geht's! Hallo und herzlich willkommen jetzt hier auch nochmal vom PC-Schneidetisch aus. Ihr seht, jetzt bin ich hier schon auf dem Weg weg von dem Brückenparkplatz, so nennt er sich. Es geht hier auch schon mal direkt unter einer Brücke her. Der Eschbach fließt rechts und ich erzähle jetzt gleich hier nochmal was von vor Ort, von den Örtlichkeiten. Ja, hier unter der Brücke, liebe Leute, fließt der Morsbach sozusagen hier in die Wupper. Da hinten ist nämlich die Wupper. Und da ist eine Napoleonbrücke, heißt die, glaube ich. Rutschig. So. Ah. Ich glaube, das ist hier die Napoleonbrücke. Und zur Linken, da ist denn die Wupper. Die Wupperwapper. So. Man sieht es so ein bisschen. Da ist die Münstener Brücke. Die Münstener Brücke. Das war Originalton von unterwegs. Und natürlich ein Foto für Komoot. Ihr wisst ja, dort findet ihr dann auch einige Bilder, die nicht immer alle unbedingt hier auch im Video zu finden sind. Und ja, hier beginnt jetzt eigentlich der Brückenpark, wobei mir persönlich nicht so ganz erschließt, was hier jetzt das Besondere ist. Außer hier jetzt links, da ist eine Gastronomie, klar. Seht, hier links kann man auch schön draußen sitzen. Als Ausflugslokalität zum Spazierengehen oder Ausgangspunkt, okay. Die Brücke an sich anzuschauen, natürlich besonders Bauwerk. Man versucht ja hier von den beiden Städten, die Brücke verbindet ja die beiden Städte Soling und Remscheid. Die Wupper bildet hier sozusagen die Stadtgrenzen und beide Städte bemühen sich ja, damit die Brücke, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig in der Formulierung, dass das Bauwerk in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen werden kann. Darüber war auch schon öfters mal im WDR-Fernsehen ein Bericht drüber und ja. Ja, hier links noch ein Kiosk. Das Traurige an diesem Kiosk ist, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen pietätlos erscheinen mag, da sind früher
öfters die Leute drin gelandet. Also ich will ja jetzt nicht näher drauf eingehen. Und ja, das ist natürlich fürchterlich, ne? Ja, jetzt bin ich hier an der sogenannten Schwebefähre. Ja, ich habe mal den O-Ton gelassen, so hört sich das geräuschvoll an, wenn da so ein kleines Züglein drüber fährt, diese zweiteiligen Dieseltriebzüge, Garnituren von der, wem auch immer, Betreiber. Ja, hier, da war die Schwebefähre leider in Wartungsarbeit und ich habe den gefragt, das war schon eine halbe Stunde her, wie lange das noch dauert. Und er meinte, die müssten gleich fertig werden. Und dann war es eine Dreiviertelstunde und dann habe ich gedacht, okay, dann lässt du das und fährst halt den Umweg, der allerdings wirklich nicht sehr schön, beziehungsweise ich habe die Abkürzung genommen, weil ich den Weg kannte, allerdings kannte ich den leider nicht in der Version aus dieser Richtung so gut. Zu Fuß ja, aber mit dem Fahrrad nicht. Und es ist auch schon ein bisschen länger her. Jetzt hier rechts biegt man ab. Links geht eigentlich hier der ausgewiesene Fahrradweg lang. Aber ich wollte jetzt eigentlich auch wegen der Zeit ein bisschen Zeit sparen und habe dann hier die Abkürzung vorgezogen, die, wo mir schon bewusst war, dass die ein bisschen steiler ist. Ihr seht, auch ziemlich wurzelig. Und ich meine, bergrunter mag das ja ganz nett sein. Mit dem Rad bin ich das auch schon gefahren. Später mal nach dieser Tour aus der anderen Richtung. Aber aus dieser Richtung hier ist das echt beschwerlich. Also da dürften geschätzt 9%, 8-9% schätze ich mal, hier vor allen Dingen hier das letzte Stückchen. Und wenn man dann so ein 40 Kilogramm Fahrrad hat, das ist schon beschwerlich, ne? Und mit den Taschen hinten ist das dann auch nicht, gerade wenn man dann fast hinten mit den Waden an die Taschen kommt beim Hochschieben, ist das schon wirklich sehr, sehr anstrengend. Ja, nun bin ich ja auch in einem gewissen Alter und ja, und auch gesundheitlich vorbelastet, dann strengt einen das alles nochmal so viel an. Okay, dafür aber dann nach so roundabout 1 Kilometer eigentlich vom Brückenparkplatz aus, wenn man das mit dem Auto anfährt, dann hat man hier eigentlich auch direkt unter der Brücke einen etwas anderen Ausblick von unten direkt auf die Brücke, als wenn man da unten auf dem Brückenpark ist, wobei man dann natürlich viel mehr von der Brücke sieht, aber ich fand so die Details auch schon ganz interessant. Ja, hier auf diesem Weg wäre ich jetzt eigentlich rausgekommen und schön flach, wenn ich mit der Schwebefähre hätte fahren können. Also beachtet da auch die Fahrzeiten. Es gibt da auch einen Wochentag. Ich weiß nicht, ob das an welchem Tag das ist. Steht aber im Internet, wenn ihr da Brückenpark und Schwebefähre eingeht, dann werdet ihr das finden. Hier rechts ist übrigens auch eine Verbindungsbrücke. Von hier aus käme man durch oder könnte man hier durchkommen. Wenn man also mit dem Fahrrad bis Solingen-Scharberg mit dem Zug fährt und dort aussteigt, dann würde man dort über dieses Brückchen kommen von dort. Das geht auch, habe ich auch schon gemacht. Das Video findet ihr auch hier auf meinem YouTube-Kanal in der Übersichtsliste. Weil diese Runde mache ich ja eigentlich immer mal wieder und
Ja, ihr seht, es hat auch ein bisschen geregnet hier und jetzt bin ich hier auch in Solingen-Unterburg. Ja, da erzähle ich jetzt gleich mal was hier auch ein bisschen vor Ort. Natürlich gehe ich hier nochmal ins Café Meier, hole mir noch ein bisschen Verpflegung. Ihr wisst ja, bin ja ein Schleckermäulchen, Kaffee to go und ein paar Teilchen. Genau. Und dann erzähle ich euch jetzt gleich nochmal ein bisschen was hier von vor Ort. Ja, hier sind einige Häuschen schon verwaist und verfaulen so vor sich hin, wie ihr seht. Naja. GoPro Aufnahme Start. Ja, ich bin jetzt hier in Solingen-Unterburg. Das ist unterhalb von Schlossburg. Und ja, wie ihr hier sehen könnt im Hintergrund, da ist das Café Meier im Hintergrund von mir. Und hier ist ein sogenannter Kiepenkerl. Ich weiß nicht, kann man den jetzt sehen? Ich stehe, glaube ich, genau davor. So, genau. Ich hoffe, man sieht ihn jetzt. Ja, genau. Ja, ich habe mir jetzt hier ein Stück Kuchen geholt und ja, wollte euch hier mal so kurz ein bisschen ein paar Einblicke geben hier in Solingen-Unterburg. Also wenn man denn mit der Seilbahn von hier unten hochgefahren ist zum Schloss Burg, dann kann man hier unten natürlich schön Kaffee trinken, wie man da hinten sehen kann. Da sitzen die Leutchen schön im Trocknen mit schön Überdachung und lassen sich den Kaffee schmecken. Ja, hier fließt der Eschbach, so nennt er sich. Der ist hier genau hier hinten, also jetzt hier im Vordergrund. Und ihr seht hier so ein bisschen Fachwerkhäuser rechts und links. Da ein Restaurant, was schon pleite gegangen ist anscheinend. Und hier sind dann, wie gesagt, so einige Ausflugslokalitäten, die man dann nutzen kann, wenn man vom Schlossbesuch oben auf der Burg war und dann noch ein kleines Päuschen machen will. So, das wollte ich euch mal hier zeigen. Ja, also, und weiter geht's. Ah, halt, stopp, vielleicht noch eine Sache will ich euch noch zeigen. Dann gehen wir mal hier lang. Hier ist auch noch ein bisschen Fachwerk. Ja, hier den Weg kommt man dann eigentlich herunter, wenn man zu Fuß von da ganz oben, von der Burg herunterkommt und nicht mit der Seilbahn fährt, dann kommt man hier links den Weg herunter. Eine ziemlich steile Geschichte, also von daher, ja, gutes Schuhwerk mitnehmen und dann dürfte das schon klappen. Ja, kam natürlich gerade in dem Moment, wo ich losfahren wollte, von links mal ein Auto. Diese nachfolgende Szene habe ich jetzt mal ein bisschen länger drin gelassen, damit ihr mal die Situation hier seht mit dem Radweg, mit dem aufgebindeten Schutzstreifen oder wie auch immer sich das nennen mag. Ich habe das mal drin gelassen. Klar, jetzt ist hier wenig Betrieb, kaum Touristen, aber am Wochenende ist das voll und ist das auch so gesehen okay. Nachfolgend jetzt gut aufpassen. Das ist eine sehr gefährliche Stelle, wenn man hier geradeaus fährt. Für alle, die die Tour nachradeln möchten, unbedingt Obacht geben, weil die Autos hier von rechts eigentlich stoppen müssen. Und tja, manche glauben, Fahrradfahrer biegen alle rechts ab. So, jetzt nochmal Text von vor Ort. Ja, und wie man sieht, fährt heute die Seilbahn halt nicht. Oder ist nur in Betrieb, wenn Kundschaft kommt, denke ich mal. Aber da oben geht es auf jeden Fall zur Schlossburg. So nennt man das hier. Schlossburg ist hier ein Begriff. Naja,
war wohl mal eine Burg, ist jetzt ein Schloss oder wie auch immer. Schlossburg als zusammenhängende Bezeichnung von Solingen. Okay, ja, ich radel dann jetzt hier weiter in Wupper flussabwärts. Ihr seht, den Weg hier hat man schön neu gemacht, ist klar, weil hier geradeaus ist, das ist ein Wasserwerk oder Klärwerk oder was auch immer. Tja, und dann geht es natürlich hier wieder auf dem zerklüfteten Radweg, der ist tatsächlich als Radweg hier ausgewiesen. Ich habe jetzt auch hier mal die etwas längere Szenen drin gelassen, weil man sagt ja, dass die Wupper der Amazonas des Bergischen Landes ist. Und ja, wie gesagt, ich finde das hier ab Solingen beziehungsweise ab dem Münchner Brückenpark wirklich sehr, sehr schön. Man fährt wirklich direkt am Ufer der Wupper entlang und ja, einfach tolle Einblicke, wenn denn nicht gerade Wochenende ist. Wie ihr seht jetzt, ich habe die Tour extra an dem Tag gemacht, wo jetzt hier ja eigentlich so ein bisschen unbeständigeres Wetter ist. Ihr seht, es kommt ja ein bisschen die Sonne raus. Ja, es ist ein bisschen nass, aber dann laufen nicht so viele Touristen rum, weil die denken, oh, Bergisches Land ist ja eigentlich Regengebiet. Nö, da fahren wir da besser nicht hin. Und ja, dann hat man als Einheimischer hier wirklich, wie ihr seht, diese wunderschöne Landschaft hier fast für sich ganz alleine. Also ich finde das sehr, sehr toll, sehr, sehr schön. Und ach so, übrigens an der Stelle möchte ich auch darauf hinweisen, dass dieses Video jetzt mal ein bisschen länger ist, weil eben so schöne Landschaftseindrücke hier zu sehen sein werden, wie ihr seht. Ja, hier übrigens links, linke Hand die Brücke, die hat man wieder neu gemacht, Gott sei Dank, weil sonst musste man hier wirklich einen steilen Berg hochfahren und einen ziemlich blöden Umweg. Zugleich hat man dann hier auch das Brückengeländer hier wieder neu schön gemacht und ja, diese Brücke hier Gott sei Dank wieder hergerichtet. Und ihr seht von der Brücke, hier gibt es auch eine kleine Ausbuchtung, wo man sich mal hinstellen kann, den Ausblick genießen. Und ja, das ist hier jetzt in Solingen, Solinger Gebiet. Hier rechts ist jetzt, kommt jetzt das Solinger Tierheim in Sichtweite. Und ja, zack, da kommen da auch mal ein paar schnelle Radler. Hier links geht es dann hoch zur Sengbachtalsperre. Jetzt treffe ich hier auf den Balkhauser Weg. Ja, das ist jetzt ein Abschnitt, der ist ein paar Kilometer nicht wirklich schön. Also 1,5 Kilometer. Ich habe das alles mal. Also ihr findet auch ein paar eingeblendete Texthinweise. Hier links ist auch ein Campingplatz. Inwieweit ihr da auch mit dem Zelt drauf gehen könnt, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß nicht, ob die auch Wanderer mit Zelt oder Radwanderer mit Zelt aufnehmen. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, ich habe dieses, ihr seht rechts war gerade das Schild 50 km/h und ja, hier ist nichts mit aufgepindeltem Radschutzweg, obwohl man hier links hätte man, wie ihr sehen könnt, eigentlich wenigstens da mal ein Stückchen Radweg machen können. Der Platz wäre da auf der linken Seite vorhanden, also einen gemeinschaftlichen Rad- und Fußweg. Meistens fahre ich da auch entlang ein Stückchen. Kann man ungefähr, ihr seht, hier endet das dann. Dann komme ich da links, wo die Planke zu Ende ist, raus. Manchmal fahre ich dann auch links da noch ein Stückchen weiter. Entschuldigung.
Früher war das auch ganz schlimm. Da war die Straße nämlich dann wirklich auch ein Flickenteppich an Teer. Ist jetzt auch eine gewisse Zeit hier wirklich gut gemacht worden. Also ihr seht, der Teerbelag ist natürlich jetzt perfekt. Und ja, der Nachteil ist natürlich andererseits wiederum, dass es dazu Autofahrer verleitet, hier recht schnell zu fahren. Eigentlich müsste man wirklich diese 1,5 Kilometer hier eine Geschwindigkeitsbegrenzung machen. Also alle Verantwortlichen oder die, die irgendwo Einfluss nehmen können, mein Appell, wirklich auf dem Stück hier in einem bestimmten Zeitraum vielleicht das zeitlich zu begrenzen, dann auf 30 km/h, weil hier sind wirklich, man hat sonst keine andere Chance, hier relativ ebenerdig längs fahren zu können mit dem Fahrrad, ohne großartige Steigung. Und es würde sicher, hier links ist der Balkhauser Kotten, das ist, kann man eigentlich besichtigen, so museumsartig, leider vom letzteren Hochwasser stark getroffen und muss wieder aufwendig restauriert werden, deswegen ist er geschlossen. Ist also kulturhistorisch sehr interessant, aber wenn denn hier eben Families mit Kindern langradeln sollen, das ist nicht gerade familiengerecht hier und also Eltern mit Kindern werden das sicher hier nicht toll finden, ne? Also nur mal so als kleinen Fingerzeig. Ja, ich habe das, wie gesagt, diesen Abschnitt deshalb hier auch mal komplett drin gelassen, damit ihr das mal seht, wie sich das hier so anfühlt. Jetzt ist das hier alles noch harmlos. Und es sind wegen dem Wetter, weil es ein bisschen unbeständiges Wetter vorausgesagt war, nicht viel los. Aber wie gesagt, bei schönem Wetter ist hier der Teufel los. Und jetzt kommt eine Stelle gleich, dass es... Also das ist wirklich hier sehr, sehr gefährlich, ne? Wenn die Autos von da oben, das ist bergab, aus der Richtung kommen und nicht wirklich langsam fahren, und man hat da auch keine Chance, ne? Da ist kein Spiegel, nix. Also ganz, ganz schlimm, ne? Um Gottes Willen, seid da also wirklich unheimlich vorsichtig. Ja, und wenn man dann hier diese paar Häuschen, ich glaube Balkhausen oder wie auch immer das hier heißen mag, passiert hat, dann gelangt man auch wieder schön direkt wieder an einem schönen Uferweg hier, der Wupper. Ich habe hier das jetzt auch mal drin gelassen, weil es war mal wieder ein bisschen stürmisch zuvor. Und ihr seht, dann kommen hier auch wieder so ein paar, ja, Bäume. Ihr seht hier links auch umgeknickte etc. Und dann kommt hier auch eben auch ein bisschen Zeugs runter. Ja, es ist halt ein bisschen steil und von daher, wenn da der Wind reinweht, ne, kommt das eben halt dazu, dass ein paar Bäume keinen Halt mehr haben und dann runterkommen. Ja, hier an der Stelle geht es dann wirklich auch mal ein bisschen steil wieder berghoch. Auch ein bisschen schade, dass man da nicht unten rum den Weg weitergeführt hat. Naja, aber so ist es halt. Ja, was ich jetzt schon mal an dieser Stelle anmerken muss oder will, hier biege ich jetzt rechts ab, anstatt links. Links geht eigentlich der Weg weiter entlang der Wupper. Aber ich wollte jetzt einen kleinen Abstecher machen zum Gut Hohenscheid. Dort gibt es nämlich auch einen Bio-Hofladen. Und das Gut Hohenscheid ist tatsächlich auch so ein bisschen burgartig. Also ist auch gebäudehistorisch recht interessant. Das geht hier auch relativ gemächlich hoch. Ja, hier im Offenen geht es dann nochmal ein bisschen steiler. Ich schätze mal so gefühlte
5, 6, 7% Steigung. Und wenn man dann hier oben ankommt, ihr seht, hier sind schon ein paar Kisten. Das ist jetzt hier auch dann die Zufahrt zum Hof. Da links ist wohl auch ein bewohntes Gebäude. Ob man da, ob das klosterartig ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht es sehr schön aus, wie ihr seht hier rechts. Hat so ein bisschen auch was von wie Schloss Burg bei Solingen an der Wupper. So ein bisschen. Und den Laden kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Also ich habe mir da natürlich dann auch noch mal was an Verpflegung geholt für unterwegs, obwohl ich ja schon in Unterburg war, aber irgendwie, weil ich wollte euch das zeigen und naja, was soll's, dann fiel mir ein, klar, ne, da gibt es ja vielleicht auch was Leckeres. Ja, hier rechts noch so ein Fragment. Ob das mal hier so ein Burgwall war, keine Ahnung. Ja, und die Abfahrt hier zurück habe ich jetzt auch mal drin gelassen, damit ihr mal seht, wie der Himmel aussieht hier an diesem Tag. Es kam nämlich zum Glück auch noch mal die Sonne raus. Ja, das war hier die Stelle, wo ich abgebogen bin. Jetzt geht es hier weiter an der Wupper lang, also erstmal wieder, die Wupper liegt da links. Ist übrigens auch ein Gebiet hier, glaube ich, wo es die großen Uhuhe geben soll. Plural von Uhu. Uhuse. Uhu. Naja, ich weiß es nicht genau. Ihr wisst es bestimmt besser oder einige von euch. Ja, hier jetzt wieder direkt hinter dem Gestrüpp. Zur Linken wirklich die Wupper. Ihr seht, hier sind auch Kanufahrer. Kleiner Platz. Ist hier, wie gesagt, wenn Touris unterwegs sind, natürlich sehr viel Betrieb. Und dann ist da mit Parken schwierig. Ja, jetzt zeige ich euch noch hier eine Ausflugslokalität. Warum die heute an einem Samstag zu hatten, erschließt sich mir jetzt auch nicht wirklich. Aber okay, warum auch immer. Landhaus Ferres. Da ist nämlich hier, da kommt er jetzt ins Bild. Hier rechts, genau, rechts neben dem Haus, auch ein schöner Gartenlokalität. Also man kann da schön draußen sitzen, aber okay, warum da jetzt zu war, erschließt sich mir jetzt auch nicht. Gut, dann bin ich wieder zurück und dann muss man hier jetzt wieder weiter radeln an der Wupper entlang und da gibt es dann hier auch nochmal wieder eine kleine Besonderheit. Das wusste ich jetzt so auch nicht, aber im Zuge für die Recherchen des Filmes, ihr seht, Ferien im Industriedenkmal. Tja, warum nicht, ne? Wem es gefällt und weiß nicht. Also das kann man, glaube ich, buchen im Internet und ja. Ja, dann hier zur Linken, tolle Gastro Rüdenstein. Wenn ihr denn da einen Platz bekommt, ist eigentlich immer Betrieb. Hat auch eine sehr, sehr schöne Terrasse draußen. Also wir haben das schon mal zwischendurch wirklich mal wieder versucht, nach so vielen Jahren. Man muss da eigentlich wirklich dann reingehen, wenn da Stoßzeiten sind. Ist ganz schlimm, bekommt man da kaum Platz oder man muss wirklich warten, warten, warten. Und ja, ein Stückchen weiter ist noch eine andere Lokalität, die heißt so ähnlich. Das ist Haus Rüden. Und aber das ist auch immer recht voll, aber da bekommt man schon mal eher was, ein Plätzchen. Eigentlich ein sehr, sehr schönes Plätzchen. Aber auch nur, wie gesagt, wenn man einen Tag erwischt, wo nicht wirklich gerade Touristenzeit ist. Ich meine, es ist ja noch gerade mal Anfang August und T-Shirt-Wetter und ja, eigentlich. Aber ich sag ja, die Touristen aus dem rheinischen
Die sind da immer sehr misstrauisch, was das Bergische Land ist bekannt für seine hohen Regentage. Und dann schwärmen die halt, glaube ich, nicht so gerne aus in diese Region, wenn es so ein bisschen wetterunbeständig ist. Also ich habe an dem Tag wirklich Glück gehabt. Hier eine ausreichend große Brücke, das ist wohl auch eine befahrbare Brücke für PKWs, glaube ich sogar. Ich habe jetzt auch keine Tonnenbegrenzung gesehen, so direkt. Hier links nochmal der Blick in die Wupper. Und hier rechts war eigentlich früher auch mal eine Gastronomie. Habe ich auch schon früher drin gesessen und ja, als Alternative, wie gesagt, wenn Haus Rüden und Rüdenstein sehr voll waren, war das hier auch eigentlich immer eine gute Ausweichlokalität. Aber okay, scheint wohl sich nicht mehr rentiert zu haben. Deswegen ist sie wohl jetzt zu. Genau, Haus Fair habe ich gerade geguckt, hieß das früher. Jo, jetzt quasi hier auf der anderen Wupperseite ist das Örtchen oder der Ortsteil Friedrichsthal. Und ja, ihr seht hier nochmal ein schöner uriger Abschnitt hier, wie ich finde. Ja, hier geht es dann rechts Richtung Friedrichsthal, über die Brücke kann man, also wer jetzt auf der anderen Seite versehentlich geradelt ist, zu weit und dann hier doch nochmal auf diese, wie ich finde, naturmäßig schönere Seite. Gut, der Radweg ist jetzt hier nicht unbedingt der beste von der Oberflächenqualität. Ist so ein bisschen sehr bröseliger Teer, von daher nicht so schön, aber dafür eben keine Autos hier und wie ihr seht, wie ich finde, landschaftlich eben auch sehr schön. Ja, hier geht es jetzt rechts ab, weil man hat sich jetzt eigentlich so ein bisschen von der Wupper entfernt und dann kommt man wieder ganz nah hier unten ran und jetzt sind wir hier schon auf der Höhe vom Wipperkotten, das ist so ein alter Schleifkotten, deswegen gibt es hier auch so ein kleines Wehr, weil die wurden ja mit Wasserkraft angetrieben. Ja, das ist so ein touristischer Blickfang da, Foto-Hotspot sozusagen. Ja, hier links die St. Martins-Gende schon, denke ich mal, ne? Die, ja, ist jetzt nichts für Tierliebhaber mit schwachen Nerven, so schön das auch ist, aber ich denke mal, die werden natürlich dann irgendwann, gut, will das jetzt nicht weiter vertiefen. Ja, Haus Nesselrath, wie gesagt, auch ein großer Bauernhofanlage und wie man so sehen kann, auch von der Bausubstanz auch historisch sehr, sehr schön anzusehen. Also es, man kann da auch reingehen. Ich weiß gar nicht, ob die auch einen Hofladen haben. Also da ist, glaube ich, auch so ein
so ein Bütchen, wo man ein paar Produkte, glaube ich, bekommen kann. Aber ich glaube, da gibt es tatsächlich auch einen Laden. Kann man dann auch richtig hineingehen. Dann circa 170 Meter weiter hier von diesem 24-Stunden-Eierautomaten biege ich dann hier rechts ab und das geht dann hier gleich über die Juckelbrücke, die hier, wie gerade hier zu sehen, ich finde die schön, hat so ein bisschen fachwerkartige Stahlkonstruktion und also ich finde die ganz nett. Und ja, jetzt kommen so knappe 3 Kilometer ab hier. Ab der Wupperauer Straße, wo man hier durch Solingen-Horn fahren muss. Ihr seht, kein Radweg, noch nicht mal aufgepinselt. Naja gut, na, wie gesagt, ist jetzt nicht so viel Verkehr. Das geht dann noch. Aber das sind jetzt nicht gerade, ja, dann hier durch Solingen-Gosse. Ist nicht gerade unbedingt jetzt ein schöner Weg, den man zu radeln hat. Wie gesagt, ich strebe ja immer an, so wenig wie möglich auf Autostraßen. Aber dieses Stück war jetzt wirklich hier, diese 3 Kilometer, nicht wirklich gerade einer meiner Lieblingsstreckenabschnitte, aber die muss man dann eben halt schon mal ein bisschen überbrücken und tja, in den sauren Apfel beißen. Hier bei Solingen Landwehr, einer der größeren Kreuzungen hier, B229, ihr seht hier auch wieder keinen Radweg, beziehungsweise auch nichts aufgepinseltes. Naja, gut. Dann biege ich hier links ab. Ich glaube, das ist die Oststraße und schlag mich dann hier so gut es geht. Habe ich mir das so ausgedacht, dass ich hier so auf, wie hier jetzt, auch mal wieder so einen Weg habe. Oder hier. Dass man eben so wenig wie möglich befahrene Autostraßen, also die nicht so intensiv, also eben einfach Nebenstraßen bis zum Schlösschen, was jetzt hier kommt, Haus Grafen, Wasserburg, ja, wo es dann ab hier wieder durch den Wald geht. Also das Stückchen hier, wie gesagt, roundabout 3 Kilometer, nicht wirklich sehr schön. Aber gut, ne? Muss man halt dann auch mal in Kauf nehmen, aber bin ich kein großartiger Fan von. Ja, jetzt sieht man das hier natürlich von außen, steht auch im Text eingeblendet mit Burgcafé. Natürlich seht ihr jetzt nicht das Burgcafé, das ist also im Inneren. Da müsste man jetzt hier, wo der Radfahrer rechts abbiegt, rumfahren. Habe ich mir jetzt gespart, war jetzt nicht meine Intention, da jetzt auch noch rumzufahren und mal nach dem Café zu gucken. Findet man im Internet, also wenn man das eingibt, sieht sehr schön aus. Ich habe mir da Bilder angeguckt. Im Internet findet man da, wenn man das als Haus Grafen oder Grafen eingibt, findet man das. Sieht sehr schön und sehr einladend aus. Also bestimmt sehr nett, dort einkehren zu können. Gut, ich bin jetzt hier weiter unterwegs und der Vorteil ist, jetzt geht es halt hier einfach weiter durch Waldgebiete. Und hier sind wir dann auch schon im Ohligser Heidegebiet. Ich habe das jetzt mal ein bisschen abgekürzt. Wie ihr seht, hier ganz schön. Das sieht dann ganz nett aus. Es geht dann auch noch hier durch den Hildener Stadtwald gleich und ja, das finde ich hier natürlich immer toll, wenn es so Unterführungen gibt, die dann eben einfach
als Radweg einfach kreuzungsfrei sind. Das ist natürlich schon eine tolle Sache. Aber so ist das im Rheinland. Ne? Da gibt es dann schon mal ein bisschen qualitativ und bessere Sachen, wo man eben einfach auch von der Radwegsführung her... Ja, hier ist jetzt schon die Waldkaserne gewesen zur Rechten. Da bin ich jetzt dran vorbei. Und wie gesagt, hier jetzt der Hildener Stadtwald. Und der kommt jetzt hier gleich. Das ist jetzt hier schon die Elberfelder Straße, die ich jetzt überqueren muss. Überkreuzen ist gut. Und ja, da gibt es dann auch wieder eine schöne Außengastro. Die 12 Apostel kann ich euch hier wärmstens empfehlen. Ganz toll. Gibt es auch selbstgemachtes Eis. Sehr schöne Außengastro. Und da gibt es auch noch einen Kiosk und einen Teich. Also wer sich da mal ein Päuschen gönnen möchte. Genau, hier zu Rechten ist wie gesagt dieser Teich, der wohl zu dem Stadtwald von Hilden gehört. Genau, ich biege dann hier jetzt links ab und dann geht es hier schnurstracks durch den Hildener Stadtwald. Und immer geradeaus Richtung A46. Ja, ich liebe ja solche Wege. Also wie gesagt, ich bin kein Fan von großartig Touren. Deswegen ist immer die Planung für mich auch ein bisschen aufwendiger, weil ich immer nach Wegen suche, die abseits von vielbefahrenen Straßen entlang gehen. Gut, wie vorhin da in Widdert und Solingos und also ab Nesselrath. Okay, da sind halt schon mal 1, 2, 3 Kilometer. Die sind nicht schön, aber die lassen sich eben manchmal nicht, leider nicht ganz vermeiden. Ja, dann komme ich hier auch aus an einer griechischen Korfu im Kellertor, nennt sich das hier. Das ist hier dann eine Stelle, wo man mal die Seite wechseln muss. Hier voraus, geradeaus ist die Flurstraße, also auch eine vielbefahrene Hauptstraße, aber immerhin rechts und links ein separater Radweg, weil ich einfach mal die Seite wechseln muss von der A46, weil es auf der anderen Seite in Richtung Osten, also bergauf, die A46, hier unterquere ich die gerade, hat der ADFC eine, ja, schöne Route oder Strecke ausgebaldowert. Da findet ihr auch dann gleich immer mal so ein Schildchen, so ein Plakat hier, glaube ich, rechts war, glaube ich, schon eins, kann ich jetzt so im Kontrollmonitor nicht so gut sehen, weil das immer leider im Display so recht klein ist. Also ihr geht so von Düsseldorf für die Berufspendler bis nach Wuppertal. Geht so eigentlich jetzt immer parallel zur Autobahn. Rechte Hand ist eigentlich die A46 und ist jetzt auch nicht so steigungsintensiv. Also wer noch fit ist und nicht auf E-Antrieb angewiesen, ja gut, ne, das sind jetzt hier auch nochmal so Stellen, wo man halt leider doch wieder irgendwie eine anhalten muss und eine Straße queren, hat man leider als Radfahrer keine Vorfahrt, aber oder eine Überführung oder eine Unterführung. Ja, wie ihr seht, hier links mal ein Blick. Das ist so landschaftlich durchaus auch mal ganz schön. Hier kommt jetzt eine Umfahrung, weil hier eigentlich eine Raststätte ist. Rastplatz an der A46. Und ja. Dann geht es hier an der Grütener Straße, auf die biege ich jetzt hier ein. Und wenigstens ist zwar hier jetzt auch ein Radweg, aber ihr seht, ich habe, wie gesagt, auch mal ein bisschen, das finde ich hier so ein bisschen eng und ein bisschen blöd, aber wie ihr seht, kurz dahinter ist schon durchaus separat. Dann hier die
Grüthener Straße, Kreuzung Elberfelder Straße, die hier links weitergeht, geradeaus. Ich habe jetzt das hier auch mal extra drin gelassen, weil ich gar nicht weiß, ob dieses Abschnittchen hier jetzt wirklich Radweg ist. War mir aber ziemlich kackegal, muss ich ehrlich sagen, weil ich nämlich nach wenigen Metern hier dann auch wieder links abbiege und dann wieder verschwinden kann hier abseits von der Straße, also hier genau an dieser Stelle. Und ihr seht ja, da ist auch das Schild gerade gewesen. Tatsächlich war es auf dieser Seite auch als Radweg in beide Richtungen. Ja, und dann kommt hier auch eine witzige Stelle. Ich habe das jetzt hier mal eingeblendet, wo hier die Nummer 18 eingeblendet ist. So ein kleines Verbindungsstückchen. Wie ihr seht, war jetzt leider auch schon ein bisschen duster hier, weil es schon ein bisschen spät war. Ja, ein bisschen, ja, nicht wirklich Radweg, okay, ist aber in Google Maps zum Beispiel als grüne durchgezogene Linie sogar, glaube ich, eingezeichnet. Also, naja, was sich da so manche Leute bei denken, dass man da als Radweg, ich sage da nicht weiter dazu. Na, ihr seht ja selbst, deswegen habe ich das auch mal alles, also solche Stellen mal ein bisschen komplett drin gelassen. Und das ist so ein bisschen grenzwertig. Ich meine, fahre so Wege ja ganz gerne, solange mir niemand entgegenkommt und ich auch keine Fußgänger oder Wanderer da belästigen muss, ist alles okay. Aber naja, also ich finde das dann schon mal so ein bisschen grenzwertig, ne? Wenn das dann irgendwie als Radverbindungsweg tatsächlich da irgendwie ausgewiesen ist oder eingezeichnet. Ja, das haben die ja hier auch ziemlich doof hinbekommen. Eigentlich war da ja die ehemalige Bahntrasse, auf die ich jetzt gelangen will, hier die Korkenzieher-Trasse. Und ja, leider ist das ja ein bisschen doof gemacht. Na, weil da ist ja eigentlich die ehemalige Bahntrasse eigentlich unter der Autobahn hergegangen. Aber naja, man hat das dann mal eben einfach dann, ja, zugekippt oder nicht genutzt oder war zu teuer und da musste man eben dann diese blöde Umfahrung da machen. Naja, da sage ich jetzt auch nicht viel dazu, ne? Weil die Bahntrasse ging ja da mal unter der A46. Vielleicht gibt es da auch das Tunnelchen, ne? Ich weiß nicht, warum man das dann dazu macht und kostet alles irgendwie Geld. Übrigens, links ginge es nach Solingen-Griffratsch. Kann ich nur empfehlen. Schöne kleine Altstadt. Mit schönen kleinen Altstadt-Ortskern, so mit Fachwerkhäusern etc. Kann man auch schön Kaffee trinken. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Ja, hier Vorfahrt für Radler fand ich übrigens ganz toll, ne? Also, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Es gibt also viele ehemalige Bahntrassen, die man zu Radwegen umgebaut hat, aber nicht alle haben dann da, wo vielleicht auch normale Dorfstraßen oder Nebenstraßen, ja, hier dann nochmal zum Abend hin Richtung Ende meiner Tour, tolles Abendrot. Ich habe dann jetzt auch ein bisschen Gas geben müssen, weil wie gesagt, diese Dreiviertelstunde da wegen Verzögerung der Instandsetzung oder Kontrollarbeiten da der Schwebefähre, die fehlen mir jetzt natürlich. Und deshalb habe ich dann jetzt hier auch ein bisschen Gas gegeben. Habe jetzt auch hier die Aufnahmen schon ein bisschen nachträglich heller gemacht. Also, obwohl die Kamera wirklich schon sehr klasse ist. Und das muss man schon sagen, dann auch wirklich gut zu filmen. Und jetzt steuere ich jetzt hier auch schon Richtung Teegarten. Waren das glaube ich 221 Meter über normal Null, ist aber scheint jetzt manchen, der so hier im Solinger Raum wohnt, als würde sagen, ist der höchste Punkt, stimmt aber nicht, steht was anderes im Internet, aber trotzdem dennoch ein wunderschöner Aussichtspunkt hier, 221, hab recht gehabt.
habe ich gerade noch so dann das ganz späte Abendrot hier mitgekriegt und habe dann auch noch mal versucht, die Drohne hochzuziehen, hochsteigen zu lassen. Hat auch dann geklappt. Leider musste ich da erst wieder alles ankoppeln, verbinden und irgendwie war da wieder ein bisschen der Wurm drin. Deswegen musste ich die Aufnahme der Drohne auch schon wieder ein bisschen aufhellen. Aber ihr seht, wunderschöner Blick Richtung hier Wupper. Ne? Man sieht schon den Dampf aufsteigen, also den Nebel, weil es eben diese unterschiedlichen Temperaturzonen in den Tälern gibt. Wunderschön anzusehen. Und ja, leider habe ich sie jetzt nicht mehr sehr viel höher geflogen. Ich hätte noch höher gehen können, aber war mir schon zu dunkel. Ich konnte eigentlich schon gar nichts mehr großartig sehen. Ihr seht es hier, weil ich jetzt noch die ehemalige Straßenbahntrasse runterfahren muss Richtung München. Also das ist hier jetzt die von oben gesehen, von Teegarten aus, die ehemalige Straßenbahntrasse. Und ich bin dann auch hier diesen Autozufahrtsweg Richtung München hier auf die Hauptstraße gefahren. Ja, ich bin jetzt gleich wieder an meinem Ausgangsort. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, würde mich über ein Abo und Daumen hoch sehr freuen. Und ihr seht, es ist schon recht dunkel. Ja, bedanke mich fürs Zuschauen und sag winke, winke, bis zum nächsten Mal.